Auch hier wieder das Beispiel, das wir schon ein paar Mal hatten. Wir haben in dieser Aufgabe nicht einzelne Produkte mit konkreten Preisen, also der Cappuccino kostet 2,20 €, sondern wir haben ganze Preisbereiche, wie wir Statistiker das nennen, Klassen oder Intervalle einfach. Wir haben also das Intervall oder die Klasse, nennen wir es Intervall, Preisintervall von 0 Euro bis 2 Euro. Wir haben das Intervall von knapp über 2 Euro, also 2,01 bis 6. Und wir haben das nicht ausgesprochene Intervall, aber ist natürlich logisch, von 6 Euro bis 10 Euro. Und wir haben natürlich schon gleich die Häufigkeiten davon gegeben. Das erste Intervall bis 2 Euro beträgt 24%. Das heißt, die Häufigkeit F oder P, wie Sie es nennen wollen, ist 24%, also 0,24 als Kommazahl. Der Bereich von 2 bis 6 Euro ist 40% groß, also 40 Hundertstel, sprich 0,4. Und unausgesprochen natürlich das letzte Intervall von 6 Euro ausschließlich bis 10 Euro sind natürlich die restlichen Prozente. Das sind 36%, also 0,36. Wenn ich jetzt einen Erwartungswert berechne oder die Standardabweichung, kann ich natürlich nicht mit einem Intervall rechnen, sondern ich rechne eben immer mit der Mitte des Intervalls. Das heißt, der zugehörige Wert ist die Intervallmitte. Das ist das, was ich als XI bezeichnet habe in der letzten Aufgabe. Das wäre also hier die Mitte zwischen 0 und 2 ist 1. Die Mitte zwischen, naja, ich rechne nicht mit 2,01, sondern ich rechne mit 2. Die Mitte von 2 und 6 ist 4, also wäre das so ungefähr 4. Und die Mitte von ungefähr 6 und 10 ist circa 8. Und jetzt kann ich eigentlich das Gleiche machen wie in der letzten Aufgabe. Ich habe konkrete Werte und ich habe die Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, mein Erwartungswert ist einfach Zahl x mal Wahrscheinlichkeit 0,24 plus die Zahl 4 mal die Wahrscheinlichkeit von der 4 ist die 0,4 plus die Zahl 8 taucht auf mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,36. Das tippen wir ein und haben 0,24 plus 1,6 plus 0,36, haben einen Erwartungswert von 4,72. Was bedeutet das? 7,42 ist mein Durchschnitt, mein Mittelwert. Das heißt, durchschnittlich kosten alle Produkte von der Cafeteria 4,72 €. Also, das heißt, mein Durchschnitt oder Erwartungswert oder Mittelwert sind 4,72 €. So, Standardabweichung. Die Standardabweichung, ich berechne zuerst die Varianz. Das war immer Klammer, x-Wert. Also 1 minus Mittelwert im Quadrat mal der Wahrscheinlichkeit von der 1, also 0,24. Plus nächster x-Wert ist die 4 minus Mittelwert im Quadrat mal Wahrscheinlichkeit. Plus dritter Wert ist die 8 minus Mittelwert im Quadrat mal die Wahrscheinlichkeit von der 8 ist 0,36. Das Ganze tippen wir in den Rechner ein und erhalten 3,72 Quadrat mal 0,24 plus 0,72 Quadrat mal 0,4 plus Stunden später 8 minus 4,72 Quadrat mal 0,36 ist 7,402 gerundet.
Das heißt, meine Standardabweichung, S oder Sigma oder wie Sie es immer bezeichnen wollen, ist die Wurzel aus der Varianz. Und damit ungefähr 2,72. Die anschauliche Bedeutung von der Standardabweichung ist wie gesagt ein bisschen schwieriger, aber so Pi mal Daumen könnte man sagen, die billigere Hälfte kostet 2,72 Euro weniger als die 4,72 Euro und die teurere Hälfte kostet 2,72 Euro mehr. Stimmt aber nur so ungefähr.